Hallo meine lieben Mystery-Freunde. Am Anfang noch eine Information von meiner Seite her. Bitte wundert euch nicht, wenn ich in letzter Zeit nicht allzu sehr viele Beiträge präsentieren kann. Ich bin momentan auch sozusagen in einem Arbeitsmodus-Stress. Das heißt Überstunden arbeiten und das bis zu 10 Stunden. Da könnt ihr mich gut verstehen, dass ich da nicht allzu sehr dann immer bereit bin, für ein Video zu präsentieren. Ja, aber das geht noch jetzt bis Weihnachten so und dann sollte es zumindest wieder in der Firma etwas ruhiger abgehen. Und dann sind die Stunden natürlich wieder ganz normal, die 8 Stunden. Ja, heute habe ich mir was ganz Besonderes einmal ausgedacht für euch. Und zwar geht es heute Thematik um ein bisschen über die Präastronautik. Ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert. Und ihr erinnert euch ja noch an den Mythenbanden-Dolk, wo wir zu Besuch haben, den Frank Stoner. Und da wurde auch das Thema angeschnitten über die kolumbianischen Goldflieger. Ja, und da habe ich mir gedacht, da habe ich sowas einiges gefunden, was vielleicht ein bisschen den Anreiz zum Nachdenken gibt. Ja, und ich würde dazu sagen, wir beginnen einfach mit dem Beitrag und das sind die M-Akten von Real Mystery. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, wenn es um die Präastronautik geht, dann gibt es da Dinge, die uns immer wieder faszinieren, sozusagen. Es gibt zum Beispiel Anhaltspunkte, und jeder kennt sie, die kolumbianischen Goldflieger. Jetzt gibt es da auch, habe ich so einiges in den Kommentaren gelesen, dass das vielleicht nur Fische sind, die einfach nachgebaut worden sind. Ich habe da ein bisschen im Internet nachgeguckt und habe da so einige Bilder gesehen und gefunden sozusagen, die ich euch jetzt hier mal einblenden werde. Ja, es unterscheidet sich tatsächlich ein wenig, muss ich sagen, oder vielleicht ein bisschen mehr von dem, was eigentlich den kolumbianischen Flieger auf sich hat. Wurden hier wirklich Fische nachgebaut? Und dann bin ich auf einen Beitrag gestoßen, wie ihr sehen könnt, den ich euch jetzt kurzerhand auch als Videobeitrag mal einblenden werde. Dieser kolumbianische Goldflieger wurde übrigens nachgebaut. Und tatsächlich, diese Eigenschaften von diesem Goldflieger kann sogar fliegen und das mit einem sehr guten Flugkonstruktion, wie man es hier gleich sehen kann. Ich stelle mir nun die Frage, was denkt ihr darüber? Ist es vielleicht reiner Zufall, was hier zu sehen ist? Haben damals wirklich die vergänglichen Zivilisationen wirklich Fische nachgebaut, um vielleicht ein Ritual zu vollziehen, dass es vielleicht göttlicher Herkunft ist? Oder haben die damals wirklich Kontakt zu einer außerirdischen Zivilisation gehabt? Oder waren die damaligen Zivilisationen vielleicht doch eigenschaftlich schon weiterentwickelt, als wir bisher denken? Aber wo sind dann diese ganzen Errungenschaften geblieben? Es müssten doch unendliche Entdeckungen gemacht werden. Restspuren vom vergänglichen technologischen Errungenschaften. Interessant auf alle Fälle, dass es diese Konstruktion genauso nachgebaut worden ist, wie es sich auf diesem Goldflieger auszulegen ist, sozusagen. Ja, und es, wie ihr sehen könnt, es fliegt. Und was habt ihr da für Meinungen? Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, dies bitte gerne in die Kommentare erwähnen. Vielleicht gibt es ja da vielleicht ganz andere Ansichten von euch. Rätseln geben uns natürlich nicht nur auf über diese kolumbianischen Goldflieger. Es gibt da in der Präastronautik einige Hinweise, die sehr rätselhaft sind, wie zum Beispiel die Glühbirne von Dendra. Nun gibt es da eine Organisation, die versucht hat, diese Glühbirne einmal nachzubauen. Und da habe ich mal kurzerhand einen kleinen Beitrag für euch von Mario Rank von kollektiv.org. Ich werde übrigens auch den Video
Link in der Videobeschreibung verlinken natürlich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch ja gerne den ganzen Beitrag dort ansehen. Also hier mal einen kurzen Ausschnitt von der Glühbirne von Dendra. Im Besonderen ist eigentlich auch zu sagen, dass getreu diesen altägyptischen Vorbildern auch ein funktionstüchtiges Modell rekonstruiert worden ist. Und das findet man in einer einfachen Nachbildung hier auch wiederum, also im Orient Pavillon, im Jungfraupark. Das ist also ein Versuch, wie das also im Original ausgesehen haben könnte. Diplom-Ingenieur Walter Garn hat aufgrund seiner Studien also die Belege erbracht mit einem funktionstüchtigen Modell, das ist ja nur also eine Attrappe, hat mit einem funktionstüchtigen Modell belegt, dass es eine Art Gasentladung gewesen sein müsste. Jedenfalls alle Details entsprechen also diesen Wiedergaben. Also es scheint so, dass den alten Ägyptern bereits ein Licht aufgegangen ist und vielleicht demnächst auch mal den Archäologen. Rainer Habeck präsentiert das Licht von Dendra. Ja, meine lieben Mestre-Freunde, regt das nicht irgendwie ein bisschen zum Nachdenken an? Ja, und ich würde sagen, heute ist etwas ein kürzerer Beitrag. Wie ihr wisst, bin ich ja sozusagen im Arbeitsstressmodus und ja, das geht noch bis Weihnachten so, aber dann habe ich wieder mehr Zeit für euch. Und dann werde ich auch mal, denke ich mal, einen Beitrag auf meinem Tiroler Dialekt präsentieren. Das würde sich dann so anhören. Grüß euch, meine lieben Mestre-Freund. Wir kommen beim neuen Beitrag und ja, heute haben wir eben mal gezeigt, um was es da wirklich geht in der Präastronautik und das Licht von Dendra und der Goldflieger von Kolumbien. Und ja, was denkt ihr darüber? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ganz einfach. Vielleicht gibt es da ganz andere Meinungen von Enk. Ja, das würde sich so dann anhören. Ich glaube, da haben einige dann auch vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze zu verstehen. Hört sich fast an wie ein Schweizer Dialekt oder Klingonisch sogar. Ne? Aber nein, es ist der reine Dialekt. Und ja, nicht vergessen übrigens auch Quibus Paranormal Scanner und den Mythenmetzger zu besuchen und auch abonnieren, wenn ihr die noch nicht abonniert habt. Wir sind ja die sogenannten Mythenbande und ja, da wird sich da noch einiges ergeben und da wird noch einiges kommen. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder und bitte bleibt mir treu. Auf Wiedersehen.